Also jetzt, wo die Terrasse gemacht ist, geht es so eigentlich nochmal wirklich an die Arbeit. Nämlich die ganzen Palette zuerst einmal abschleifen und dann als zweiter Schritt so Latte rein tun in die Spalte, die es hat. Aber zuerst abschleifen, das mache ich alles von Hand mit 80er Schleifpapier und einem Schleifblock. Nein, stimmt nicht. Ich habe natürlich ein Gerät für das. Ha! Nicht einmal etwas Neues! Eine Bandschleifmaschine. Ich weiß nicht, ob das ideale Gerät ist für das, aber das probiere ich jetzt aus. Es funktioniert. Ich brauche ein bisschen gröberes Schleifpapier, das ich drauf tue. Aber jetzt ist es 160er drauf. Das ist ein bisschen crazy. Muss ein bisschen weniger sein. 40 oder 60 oder 80. Cool. Aber das erste Palette habe ich gemacht. Ich zeige euch schnell, wie es vorher aussieht. Ich zeige euch, wie es nachher aussieht. Also man sieht glaub, schon das Vorher nachher und es kommt recht fein. Also wenn man dort die Kante ein bisschen abschrägt, dann glaube ich sogar, dass man auf dieser Terrasse barfuß laufen kann.